Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die im One-Life-Modus. Heißt, wenn wir sterben, sind wir tot und das Spiel ist für uns zu Ende. Ja, wie immer direkt da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Ja, sind hier zwei, drei Zombies unten dazu gegangen. Da läuft gerade einer durch unsere Spikes. Der Idiot. Also schon mal einer weniger. Er hat Selbstmord gemacht. Ja, immer noch am Craften hier, wie ein Bekloppter. Wir können uns ja mal gucken, was haben wir. 16 Punkte haben wir doch schon mit zusammen. Ihr seht, dadurch erhöht ihr auch nochmal die Loot-Qualität. Wenn wir irgendwas anders machen, werden wir schon mal einen Klapp machen und einen Bogen. Damit wir das schon mal fertig haben. Und dann können wir noch mal eine Runde den machen. Ja, ich überlege gerade, ich guck mal nebenbei auf die Karte. Z-Tower, da sind wir. Ja, den Händler, den er uns anzeigt, hat auf jeden Fall eine Werkbank. Und da sind auch diese 5 Steinhäuser. Gar nicht so schlecht wäre, uns da erstmal niederzulassen. Für den Anfang. Ich denke, das werden wir auch tun. Das heißt, wir nehmen gleich das Wichtigste mit. Können wir schon mal ein bisschen Alkohol, ja, können wir zur Not erstmal hier lassen. Kleber können wir gleich noch zu Duct Tape machen. Mal 3:30 Uhr. Ja, wir werden die Zombies also gleich in Ruhe lassen, wir werden direkt losmarschieren. Wir werden auch die Station. Oder gehen wir da kurz rein, aber wir sind dann gleich so voll mit Zeus. Wir müssen mal schauen. Beim Händler können wir uns auf jeden Fall einen besseren Bogen machen, indem wir einfach ein paar Bögen craften. Und auch hier die
Steinäxte können wir uns ein paar bessere machen, indem wir einfach ein paar herstellen und dadurch die Werkbank jagen. Zeige ich euch dann gleich. So, was sagt denn überhaupt unser Level? Level 6, kurz vor 7. Na gut, dann machen wir nochmal 30. 2 Minuten. Wir haben noch 2 Ingame-Stunden Zeit. Das Rohr müssen wir mitnehmen. Das ist später definitiv wichtig, aber das können wir zur Not hier. Das können wir später eigentlich nochmal abholen zur Not. Panky das genauso. Das könnten wir auch zur Not scrappen. Oder Casing, 2 Stück können wir auch hier lassen. Können wir später nochmal holen. Eier. Ja, Stoff werden wir da hinten an den Häusern auch finden, definitiv. Brauchen wir also auch nicht unbedingt mitstören. Snowberries, Sandwiches. Federn werden wir natürlich mitnehmen. So, mal kurz was getrunken. Ganz professionell. Ist gut. Ja, sowas mag ich halt nicht, ne? An Spielen. Dass man hier rumcraften muss. Das war so wie bei Rust mit dem XP-System, wo man einfach irgendeinen Scheiß geköftet hat, damit man gestiegen ist. So ist das hier auch mit den Dingern. Woanders geht es leider aktuell nicht. Klar, wir können natürlich auch einfach Zombies töten ohne Ende und dann die Punkte, die wir bekommen, in den Skill stecken. Das war die... Können wir sogar noch eine Runde durchziehen, dass wir uns das Gequäfte hier sparen von den Steinäxten. Aber ich mache es halt so, dass ich die Punkte, wie gesagt, ins Scavenger stecke. Da ich dann einfach... Ja, ich überschlag gerade mal. Ja, spätestens in einer Woche habe ich den voll. Kann in der Zeit natürlich nichts anderes killen. Aber dann kann man halt richtig looten gehen, ne? Da braucht man sich nicht ärgern. Ich weiß, viele machen das nicht so. Also mein bester Kumpel, der spielt auch 7 Days immer noch. Der spielt auch anders wie ich. Oder als ich. Aber ich habe es mir so angewohnt und bin damit immer sehr gut gefahren. Vielleicht wird es dadurch zu leicht, das Spiel, das weiß ich nicht. Könnte ich mal demnächst ausprobieren, das anders zu machen. Weil ihr findet dann halt, ne, fetten Loot. Wenn ihr Waffenteile findet, findet ihr auch gute Waffenteile, womit ihr auch was anfangen könnt. Und müsst dann nicht mit grauen oder orangenen Waffen durch die Gegend rennen, die kaum Schaden machen. Deswegen seid ihr dann schon relativ früh gut ausgestattet. Wäre jetzt hier bei Nevis Game vielleicht nicht, weil wie gesagt es nicht so viel Loot gibt. Aber wenn ihr Random Gen spielt, gar kein Thema. Gar kein Thema. Also da habe ich schon Spiele gehabt, da war ich nach einer Woche bis 10 Tagen fast komplett ausgestattet.
Da spiele ich aber dann auch Kamikaze, ne, muss ich sagen. Da renne ich in der Stadt rein, ziehe die komplett zusammen, die Zombies. Setz 50 von den kleinen Spikes. Dann ist die Stadt. Das dauert so einen halben Tag, dann habt ihr die Stadt leer. Zombie frei, dann könnt ihr die komplett durchlooten. Bis auf Saves und sowas halt. Und dann geht der Scavenging schon fix hoch. Braucht ihr da kaum Punkte reinzustecken. Geht hier natürlich nicht. Wie ich ja schon gesagt hatte. So, jetzt können wir mal gucken, was nehmen wir mit. Ich scrap's einfach, auch wenn es Schwachsinn ist, weil man dadurch weniger kriegt beim Einschmelzen, aber das Cash nehmen wir mit, das können wir beim Händler zur Not da lassen, den nehmen wir auch mal mit. Ganz wichtig, da machen wir mal eben ein Ducktape raus. Wenn wir Platz haben, nehmen wir den Stoff natürlich mit. Mais auch. Ich gehe nochmal zum Maisfeld. Ich werde da noch fix ein bisschen Mais organisieren. Weil den finden wir sonst so nicht mehr. Ziehen wir einfach mal an. Maple Seed Stoffdinger brauchen wir nicht, aber Painkiller, Grain Alkohol. Nee. Mach's mal so. Spikes. 50 Stück dauert wahrscheinlich einen halben Tag. Ja, 16 Minuten. War natürlich dumm. Wir uns erstmal davon. Dann machen wir die Spikes. Ich ziehe aber gerade noch eine Menge an. Schon wieder eine Wanderhorde oder was? Nichts zu sehen. Oh, das war dumm. Jetzt haben wir einen Spray mit Leck. Wie sagt man so schön? Eigene Selbstschuld. Jetzt können wir nicht mehr so schnell rennen. Ihr seht, 20 Minuten. Dann brauchen wir nachher nicht wieder hier zurück, um das anzupflanzen. Können wir uns schon mal direkt da, wo wir uns ein bisschen niederlassen, was von dem Zeug anpflanzen. Ich nehme jetzt auch nicht zu viel mehr, wenn ich zu viel Zeit hier verschwende. So 50 Stück wären schön. Dann können wir 20 Samen rausmachen. 30 haben wir dann schon mal für Brot oder sowas. Ja, ihr hört es, hier laufen auf jeden Fall Zombies dran rum. ...60 reichen. Abmarsch. Ja, die Richtung ist die Farm da vorne. Da brauchen wir jetzt noch gar nicht hingehen. Wie gesagt, gegen Hunde. Keine Chance. Zombie lassen wir jetzt erstmal links liegen. Bis zum Händler ist ein Stück. Wir kommen vorher an den Häusern vorbei. Wo wir hinwollen. Bis dahin werden die Spikes aber noch nicht fertig sein. Und ohne Spikes haben wir da kaum eine Chance.
Wir schauen mal. Oh, hier ist ja gut was los, Jungs. Dann noch Bauarbeiter zur Missi. Würden sich richtig lohnen. Sind aber auch schwer klein zu kriegen. Aber cool, die lohnen sich auf jeden Fall. Dann werde ich mal ein paar Spikes für opfern. Problem ist, wir haben noch nicht so viele. Fuck. Das war knapp. Ihr habt keinen Platz. Ihr habt keinen Platz. Ich brauche eine Kiste. Da drin sind auch noch welche, die kommen auch gleich raus. So, sieht uns auf jeden Fall schon mal nicht mehr warm. Sehr schön, geht schön rein. Ja, ich weiß. So, kann ich jetzt mal eben... Kann ich nicht, sind schon wieder am Arsch. Eben eine Kiste quäften. Wir krabbelten nur noch. Schade. Ja, ihr habt gesehen, Elgant-Teil. Ein Hammer, aber oh, sehr geil. Fehlt nur noch ein Mining-Helm. Ja, wie gesagt, die ziehen natürlich jetzt auch die anderen an. Uli, was machst du denn jetzt hier zwischen, ne? Ui, da haben wir uns aber ein bisschen erschrocken. Die kam auch ziemlich schnell angerannt jetzt hier. Hey, ich hätte mal wieder ein paar Spikes anwerfen sollen. So, die haben wir alle gelootet. Er ist auch raus. Ja, sind natürlich jetzt zu viele, aber die quäften so lange. Gut, den Rest müssen wir jetzt so erledigen. Wird uns wahrscheinlich einiges an Pfeile kosten. Oh, die sind ja schon angefreckt. Ja, und wie gesagt, die haben mal guten Loot am Start. So, Mining Helm wäre nicht noch jetzt noch sehr nett. Ja, wenn die auf dem Boden liegen, macht ihr halt extra. Wie konnte ich den daneben schießen? Extra Damage. Wenn sie natürlich so krabbeln nicht, nur wenn sie so angeschlagen auf dem Boden liegen. So. Wenn die so kriechen, am besten in die Hocke gehen. Drei Volltreffer und es juckt ihn gar nicht. Ihr seht die. Schlecht die Keule ist. Okay, wir haben auch keine Ausdauer mehr. Nice.
Ach, ein Kaliber, Leute. Das ist das wichtigste Teil, was man überhaupt kriegen muss. Und den haben wir schon. Sehr geil. Den braucht man halt, um Munition herzustellen. Ohne den Messschieber auf Deutsch kann man keine Munition herstellen. Geil. Auf jeden Fall. Hat sich auf jeden Fall fett gelohnt. Der ist sonst schweineteuer, wenn man den beim Händler kaufen muss. Und da ist er auch selten drinne. Gut, hat sich für uns auf jeden Fall gelohnt. Da wir jetzt hier schon alles... gecleant haben. Das war dumm. Hä? Ach so, na gut, machen wir so. Gehen wir jetzt auch rein hier. Nice. Gibt ein bisschen Geld. Magnum-Fan bin ich jetzt nicht unbedingt. Eine Wrench wäre natürlich noch obergeil. Aber da werden wir auch keine gute finden mit unserem Scavenging. Aber wir hatten schon Glück bei dem Nähgun-Teil, dass es so ein hohes Level hat. Noho! Ja. Nichts Weltbewegendes ist aber auch nicht so verkehrt. Ja, hier könnte man sich halt auch niederlassen, ne? Für den Anfang jetzt. Mal noch mal eben auf die Karte, aber hier, da sind wir auch ziemlich weit weg vom Schuss, glaube ich. Ja. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob hier unten noch der so Bunker drunter ist. Wir werden es gleich sehen. Dass nur dieser kleine Raum ist hier. Ne, hier ist nichts mehr. Safe, müssen wir uns merken. Können wir später öffnen. Dauert jetzt eh zu lange mit der. Die Werkzeuge, können wir mal gucken hier. Später. Aber sonst gibt es keinen Weg mehr nach unten. Können uns aber mal noch hochbauen kurz. Ist auch nichts drauf auf dem Dach. Ja, und hier die ganzen Blöcke kann man abbauen. Da kriege ich mal gut Material raus. Gut. Problem ist, gehe ich jetzt nicht alles so mit, wie ich es will. Das erstmal weg. Daraus machen wir mal ein Duct Tape. Ja, der Kaliper, der ist echt schon die halbe Miete. Also. Extremes Glück. Das ist auch nicht verkehrt, Repair Kit. Ja, jetzt geht's schon los. Also 5000 Holz können wir gleich noch weg. Ein Gunpowder kann hier bleiben. Dauert denn hier so lange, Jungs?
auch noch wegtun. Das mal so. Gut, da müssen wir jetzt ein bisschen tricksen. Machen wir also erstmal Spikies. 50. Dann machen wir Gunpowder. So. Tello und Stoff können wir noch Torch machen. Können wir die Eier noch mitnehmen und das. Perfekt. Ja, jetzt haut er ab. Muss ich mitnehmen. Für die Hide. Oh, Nester. Nein, 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 nein. Ey, lass das Fleisch jetzt liegen. Geht's halt nur um die Hide. Dass wir vielleicht 20 Stück zusammenkriegen. 18 haben wir. Obwohl, wir haben doch Federn. Eier haben wir da auch im Inventar. Können wir doch mit in die Nester. Ist doch alles gut. Gut, ich muss noch mal kurz auf die Karte gucken. Entweder gehen wir bis zur Straße. Wir gehen dann runter oder wir gehen jetzt hier quer rüber. Das ist ein Schwein noch gewesen. Hunted. Und weg. Hui. Was ist da drüben für ein Haus? Klappt aber wohl mit den Nester finden. Wahnsinn. Ist auch nur so ein Holzhütte, ne? Ja, gehe ich jetzt wieder zurück oder was? Stehe noch über zum Bösen rum hier. Ja, Essen fehlt natürlich jetzt. Könnte natürlich noch die 7 Stoff wegnageln. Könnten wir noch das Fleisch mitnehmen. Stinken wir zwar, aber was soll's. Ja, also so einen guten Start hatte ich auch schon lange nicht mehr, muss ich sagen. Federn technisch und so weiter. Und der Kaliber ist echt ein Glücksgriff. Ich habe schon mal einen Random Gen, wo du ja dann echt viele Loot-Dinger hast, auch viele Baumärkte, wo man den hauptsächlich findet. Ungelogen. Ich glaube bis Tag irgendwas in Mitte 20, 25 oder sowas gebraucht, um Kaliber zu finden. Konnte vorher nur Shotgun-Muni machen. Also wie gesagt, der ist echt Gold wert. Gerade in unserem Spielmodus hier wird der uns extrem erleichtern.
Ja, die Zombies hängen mir natürlich jetzt alle am Arsch, weil ich stinke. Soll uns aber egal sein. Es ist Tag. Komm, ich lass dir auch was da. Bin ja nicht so. Siehste, kannst du ein bisschen Reste essen. Dann läufst du hier lang. Was ist jetzt? Federn zusammen. Respekt. Kenne ich sonst in dem Maße nur aus der Wüste. Und da ist noch ein Huhn. Ah, Dicker. Ja, ihr seht, das ist der Pine Forest. Direkt scheiß Wetter. Neves Game, National Forest. Mhm. Was ist das denn jetzt hier? Ist das die City? Nee, glaube ich nicht. Crackerbook ist da hinten. Ne, das scheinen nur so ein paar Häuserchen zu sein. Können wir uns merken? Junge, was machst du da? Nice. Läuft, läuft und läuft, kann ich hier nur zu sagen zu der Folge. Was trotz angeknacksten Bein. Ich überlege gerade, sollen wir die Häuser noch durchziehen? Da sind auch Häuser. Ich habe gerade nicht so eine... Da musst du mal hin, das ist der Händler. Scheune aus. Scheune ist gefährlich. Muss mal kurz auf der Karte schauen. Jetzt gehen wir nämlich verkehrt. Wir müssen jetzt zurück. Und dann geradeaus weiter. Da unten ist ein anderer Händler, als zu dem ich will. Zu dem Händler, wo die Werkbank ist. Und vor allem sind da Steinhäuser. Ja, wie gesagt, die Häuser ignorieren wir jetzt erstmal. Können wir dann später nochmal zurückgehen. Ist ja kein Problem. In dem Stumpf würde ich gerne looten, aber ich habe eh keinen Platz. Selbst wenn da jetzt was Geiles drin ist. Ja, hier sind wir doch richtig. So, hier ist der Buchladen. Sehr wichtig. Wie gesagt, man muss so Pistolen und so zu bauen können oder zu zerlegen. Erstmal die Bücher dafür kennen. Und ein Crossbow wäre sehr nice eigentlich. Das können wir mitnehmen. Das Problem ist, ich weiß nicht. Also erstmal müsste ich eh... Ja, hier ist gut was los, das war klar. Ich weiß nicht, ob das Scavenging auch dafür sorgt, dass da... Dass in den Regalen halt... Schematik zu finden sind anstatt nur Papier. Aber wenn ich rein nach den Config-Dateien gehe, dann nicht. Dann hat das nur was mit der Qualität zu tun. Ja, hier die 5 Häuser werden wir uns frei machen.
heißt, wir brauchen jetzt noch mal einen freien Platz. Ist auch scheiße. Wir werden uns ein Auto suchen, da ein bisschen was reinbacken erstmal. Aber gut, Leute. Bevor wir jetzt hier den großen Kampf starten, ich habe schon überzogen, wir sind schon bei 36. Kurz vor dem großen Kampf bedanke ich mich fürs Zusehen. Lasst mir gerne eure Meinung da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.